Setup ist ein Action-Thriller mit Curtis, 50 Cent Jackson, Ryan Philippe und Bruce Willis. Gut, wenn ich das jetzt so sage, dann klingt es fast so, als hätten wir drei Hauptdarsteller. Also lasst mich das Ganze bitte noch einmal anders formulieren. Setup ist ein Action-Thriller mit Curtis 50 Cent Jackson in der Hauptrolle. In einer etwas größeren Nebenrolle sehen wir Ryan Philippe und in einer Handvoll Szenen mehr oder weniger in einer ganz, ganz argen Nebenrolle taucht irgendwann einmal ein verschlafener Bruce Willis auf. Und mit einer Handvoll Szenen meine ich vier. Ich habe mitgezählt. Es gibt insgesamt vier Momente im Film, wo Bruce Willis zu sehen ist. Witzigerweise so alle 20 Minuten quasi, falls der Zuschauer gerade wieder vergessen hat, hey, sollte Bruce Willis nicht eigentlich in dem Film sein, taucht er wieder auf. Also wir haben einen Auftritt in Minute 20, in Minute 42, in Minute 56, da wird's dann schneller, und zum Schluss dann Minute 64 und da satte 6 Minuten am Stück. Insgesamt, wenn ich es zusammenrechne, kommen wir auf eine Gesamt-Screen-Time von 12 Minuten. Und damit meine ich aber bitte immer die komplette Szene, in der Bruce Willis vorkommt. Also sämtliche Einstellungen von anderen Leuten oder von Umgebung und so weiter sind da mit einberechnet. Also kann man sich in etwa vorstellen, wie viel Zeit Bruce Willis am Set von diesem Film verbracht hat. Und irgendwie habe ich außerdem das Gefühl, Bruce Willis am liebsten wieder vergessen, dass er in dem Film zu sehen war, weil seine Performance, sagen wir es einmal so, Bruce Willis hat eindeutig mehr am Kasten. Das ist eher so die Performance, wie ich mir vorstelle, wenn man Bruce Willis um 4 in der Früh aufweckt und sagt, du, kannst du mir ganz schnell helfen, in einer Szene in einem Film, in 10 Minuten bist du wieder daheim, sei so lieb. Und er setzt sich halt einfach hin und schaut in der Gegend herum, spricht irgendwie seine Lines, die mehr oder weniger alle so geschrieben sind, dass er möglichst cool und möglichst bedrohlich rüberwirkt, was halt irgendwie nicht ganz so gut wirkt im Halbschlaf. Aber egal, Ryan Philippe ist in dem Film, er spielt in den klaren Antagonisten eigentlich. Er ist wirklich der Hauptbösewicht in dem Film und den Job macht er eigentlich gar nicht einmal so schlecht, aber derjenige, der den Film eigentlich tragen soll, ist 50 Cent. Und ich muss eines zugeben, abgesehen davon, dass ich 50 Cent teilweise als Rapper wirklich gut finde, vor allem sein erstes Album fand ich damals großartig und auch als Schauspieler bin ich der Meinung, dass 50 einer der besseren zum Schauspieler gewordenen Rapper ist. Also er schafft es meistens in den Filmen, ein gewisses Charisma, eine gewisse Sympathie auf die Leinwand zu bringen, was man ihm wirklich hoch anrechnen muss. Und wirklich schlecht fand ich seine Leistung bis jetzt eigentlich in keinem Film. Und auch wenn man bei Setup sagen muss, dass es auch keine von 50 Cent Glanzstunden ist, ist er auch da nicht wirklich schlecht. Aber schauen wir uns einmal den wirklich verwirrenden und unnötig komplizierten Plot an, den uns Regisseur Mike Gunter, der übrigens hier mit seinem zweiten Spielfilm abliefert nach Beatdown und der zwar schon an weit über 150 Produktionen beteiligt war, aber halt hauptsächlich im Stunt Department. Anyways, die Geschichte erzählt von irgendeinem Diamantenraub, den Ryan Philippe, 50 Cent und der dritte Typ, der die erste Szene sowieso nicht überlebt, also uns sowieso komplett egal sein kann, verüben. Ryan Philippe will das ganze Geld für sich, er schießt den anderen, schießt 50 Cent an. 50 Cent, der angeschossen wird, ich bin sicher, da versteckt sich irgendwo ein geschmackloser Witz dahinter. Aber egal, 50 Cent überlebt, geht in einen Nachtclub, bedroht dort den Türsteher und das Lustige ist, wenn man die Tür öffnet, sieht man auf der Innenseite einen Zettel, wo drauf steht Emergency Exit Only. Ist jetzt vielleicht, ich meine, wo sollen die Leute raus, wenn beim Haupteingang quasi steht nur für Notfälle, ist das quasi so eine Art, wir gehen rein und kommen nie wieder raus. Nein, ich glaube eher, das ist das Ergebnis, wenn man sich als Filmdrehort nur den Parkplatz bzw. die Hintertür von irgendeinem Haus leisten kann. Apropos geringes Budget, man muss sagen, Setup schreit B-Movie. Setup schreit in jeder Szene so intensiv B-Movie, was einerseits an der teilweise, muss ich jetzt sagen, handwerklich nicht gerade raffinierten Regie, an den
teilweise eher nicht so beeindruckenden Kameraeinstellungen, aber ganz vor allem an den Dialogen und am ganzen Skript an sich liegt. Weil irgendwie kommt das Ganze im Film viel unnötig komplizierter rüber, als es eigentlich sollte, im Vergleich dazu, dass sich dann Leute noch dazu so Szenen entgegenwerfen wie: Du, aber wenn er mich fragt, dann werde ich dich auf jeden Fall verraten, gell? Okay. So kommt's irgendwie rüber. Ich meine, Ryan Phillippe sagt in der Szene nicht okay dazu, aber ich denke mir, wenn man mit irgendjemandem, der dafür bekannt ist, dass er Leute, mit denen er zusammenarbeitet, einfach abknallt, hingeht und sagt: Du, aber wenn Bruce Willis deinen Namen haben möchte, dann serviere ich deinen Kopf schon auf dem Silbertablett. Das musst verstehen, dass das jetzt vielleicht nicht wirklich die gehobene Kunst des Dialogschreibens sein darf. Und es ist wirklich... Was auch noch toll rüberkommt, aber gut, erklären wir mal die Geschichte. Also, Sonny, 50 Cent, hat überlebt, möchte sich natürlich an Ryan Phillippe, der die Diamanten für sich gewonnen hat, rächen. Er erfüllt irgendeinen kleinen Auftrag für Bruce Willis, bestiehlt ihn dabei aber um 2 Millionen Dollar, was wahnsinnig intelligent ist. Ich meine, hallo, du hast gerade einen Mordanschlag überlebt und ich bin ganz sicher, wenn Ryan Phillippe mitbekommt, dass du noch lebst, wird das nicht der letzte gewesen sein. Dann erledigst du einen Auftrag für den größten Mafia-Boss in dem ganzen Film und hintergehst ihn um 2 Millionen. Quasi als ob du danach fragst: Bitte kommst, erschießt's mich alles, seid so lieb. Ja? Er fordert es ja nur ein. Und dann ist er auf der Flucht vor Ryan Phillippe und vor Bruce Willis und... Irgendwann einmal kommen dann auch noch die Leute dazu, denen die Diamanten eigentlich gehören. Und im Endeffekt gibt es dann einen Stand-off mit allen Parteien. Und irgendwie zu dem Zeitpunkt interessiert es meiner Meinung nach eh schon niemanden. Weil die schwachen Dialoge, die schwache Inszenierung und die generell wirklich langatmige Präsentation des Films irgendwann einmal jeden in die Verzweiflung treiben sollte. Und ich meine, das Coole ist, wie ich schon gesagt habe, Bruce Willis hat... weniger als 5 Szenen in dem Film insgesamt, aber sein Abgang ist ja noch die größte Härte, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das am schwachen Drehbuch oder an der schwachen Inszenierung liegt, weil es gibt eben dieses große Stand-off und da wird dann das Feuer eröffnet und die letzte Aufnahme von Bruce Willis, die wir irgendwie sehen, geht in die Richtung. Schaut so aus, als wäre er in die Schulter geschossen worden. Und ich weiß jetzt eben nicht, ob das nur die schwache Inszenierung ist, aber auf jeden Fall ist das die allerletzte Einstellung von Bruce Willis in dem ganzen Film. Er ist der König, der Mafia-Boss, der Größte, der Schönste, der mit der besten Frisur und er wird einfach so komplett unlogisch aus dem Film rausgenommen. Weil er hat nicht einmal ein Ende, es hätte nur einen Satz gebraucht, aller: Oh nein, Bruce Willis wurde erschossen und die Sache hätte sich, ja? Und wir hätten mehr oder weniger zumindest ein Ende für seinen Charakter gehabt, aber so haben wir eigentlich mehr oder weniger gar nichts. Gut, wir haben noch einen Schläger, der im Auftrag von Bruce Willis arbeitet, ein hochintelligenter Mann, jemand, der es schafft, sich eine Waffe anzuschauen und sich binnen Sekunden damit selbst in den Kopf zu schießen. Hoher Mitarbeiter des größten Mafia-Bosses der Stadt. Oder was ist der? Ich weiß es nicht, wie der so weit nach oben gekommen ist. Und vor allem im Endeffekt ist das ja für den Film nur ein weiterer erzwungener Konflikt, damit Bruce Willis vielleicht noch irgendwie glaubt: Hey, ihr habt meinen Mann erschossen und so weiter. Vor allem mit der Leiche gehen sie dann zu einem Fleischhauer, der so aufgesetzter Comic Relief ist, dass es mir schon fast wehtut eigentlich, der dann anfängt vor 50 Cent's Augen die Leiche zu zerlegen. Und wir sehen vielleicht am unteren Bildschirmrand so ein kleines bisschen unpassenden und warum auch immer eingefügten Splatter. Und dann werden dem seine Leichenteile einfach in so eine riesige Verschiermaschine geworfen. Meiner Meinung nach übrigens die beste Verschiermaschine aller Zeiten, die nicht nur nach 5 Sekunden perfektes Verschiertes auswirft, sondern auch überhaupt kein Problem damit hat, dass da Knochen oder sonst irgendwas drinnen ist. Irgendwie, und ich weiß nicht wieso, hat mich die Szene ein bisschen an die Exterminator erinnert und das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich die beste Sache. Ein Charakter namens Mia, die Freundin von Ryan Phillippe, lernt dann irgendwann einmal auch den Nachteil kennen, weil heutzutage im modernen
Wohnungseinrichten oder so, ist ja Glas gerade wahnsinnig in. Sie lernt die Nachteile von Glas kennen, weil je mehr Glasflächen man in seiner Wohnung hat, desto mehr Flächen hat man, wo einem ein Auftragskiller mit dem Kopf dagegen hauen kann. Sie fliegt im Endeffekt durch den Glastisch und das Coole ist, dieser Rahmen von diesem Glastisch liegt dann perfekt zersägt neben ihr. Und nicht, dass die Filmemacher irgendwie versuchen, diese Sägestelle ansatzweise so ausschauen zu lassen, als wäre die zerbrochen. Nein! Und nicht, dass sie, wenn sie das schon nicht fertig bringen, ansatzweise dafür sorgen, dass dem Zuschauer dieser zersägte, zerbrochene Tisch nicht komplett ins Gesicht gerieben wird. Gerade, dass sie nicht Untertitel dazu schreiben, sieht man diese Aufnahme von diesem zersägten Tischrahmen wahrscheinlich 10-mal insgesamt. Und für mich ist das dann schon vielleicht ein kleines bisschen ein Signal für die, böse gesagt, Inkompetenz, die da teilweise vielleicht an der Entstehung dieses Films mit doch eher maßgeblichen Teil beteiligt war. Abgesehen davon, neben diesem komischen Schlägertypen, den Bruce Willis beschäftigt, hat er auch noch den schlechtesten Folterer, den man sich irgendwie vorstellen kann. Es gibt eine Szene, da wird irgendjemand kopfüber in ein Wasserbecken getaucht und zugegeben, der einzige coole Moment mit Bruce Willis, wo er sich neben einen anderen Mitarbeiter stellt und mehr oder weniger mit dem anfängt, über Sportwetten oder Smalltalk irgendwas zu unterhalten, während der Kerl dort gefoltert wird. Nur dieser schlechte Folterknecht vergisst dann irgendwann einmal, dass man den Typen auch wieder rausziehen muss. Und es ist jetzt nicht so, dass er, was weiß ich, 10-mal hängt er in ein paar Sekunden rein und irgendwann einmal stirbt er dann. Nein, der wird ein paar Mal eingetaucht und dann irgendwann einmal einfach vergessen im Wasser. Ich meine, da wundert's mich wirklich, wie konnte Bruce Willis zum mächtigsten Gangster dieser Stadt aufsteigen, wenn er nicht nur selbst mehr oder weniger den Esprit von einem Valium-Zäpfchen hat, sondern noch dazu derartige Intelligenzakrobaten um sich versammelt. Aber gut, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach eher das geringere Problem des Films. Das größte Problem ist einfach, so verworren die Story auch ist, von der hat die Diamanten, von dem und der hat dem das Geld geklaut und der muss jetzt von dem das holen, damit der das von dem wieder zurückbekommen kann, so interessiert das einfach niemanden. Setup hat ein großes Problem und dieses große Problem heißt Langeweile. Der Film ist nicht wirklich spannend, um es dezent auszudrücken. Der Film interessiert einen eigentlich nicht wirklich. Und selbst Fans von 50 Cent, Ryan Phillippe oder Bruce Willis kommen bei dem Film leider gar nicht auf ihre Kosten. Und um ehrlich zu sein, damit sehe ich mich wieder damit bestätigt, warum ich mir normal keine Trailer anschaue. Weil den Trailer für den Film habe ich zufällig auf der Blu-ray für Trespass entdeckt. Und als ob das noch nicht Zeichen genug war, der Trailer war wahnsinnig cool, der Trailer ließ den Film wahnsinnig cool ausschauen, also habe ich mir den Film danach gleich besorgt. Und ja, der Trailer ist nach wie vor wahnsinnig cool, aber das ist auch schon das einzige an Setup, was wahnsinnig cool ist. Der Action-Thriller-Setup ist mit einem Wort belanglos. Die Story ist unnötig kompliziert, die Charaktere agieren sowas von unglaubwürdig und unprofessionell. Mit einem Gangster-Boss wie Bruce Willis, der gelangweilt irgendwie in der Szene herumzusitzen scheint, völlige Idioten um sich vereint, die es als Folterknecht zum Beispiel schaffen, einfach den zu Folternden ertrinken zu lassen, oder wo jemand sich eine Waffe anschaut und es dabei schafft, sich selbst in den Kopf zu schießen, was natürlich den Plot um irgendwelche forcierten und herrlich erzwungen wirkenden Konflikte und Plotpoints noch anreichert, die wirklich an den Haaren herbeigezogener gar nicht sein können. Was im Bereich von Bruce Willis Charakter natürlich noch ein weiteres Wortspiel ist, das es hier gratis mitgeliefert gibt. 50 Cent tut meiner Meinung nach sein Bestes, auch Ryan Phillippe ist nicht ganz so schwach in der Rolle, aber es kann einfach niemand gegen dieses uninteressante, lahme Skript ankämpfen, das ihnen völlig hanebücherne Dialogzeilen und Wendungen und Sätze in den Mund legt. Und außerdem ist auch die Inszenierung des Films nie ansatzweise über dem Niveau eines B-Movies und leider nicht eines guten.
B-Movies. Im Endeffekt bleibt mit Setup ein uninteressanter, uninspirierter, spannungsarmer Action-Thriller, der meiner Meinung nach leider nicht empfohlen werden kann.